So, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bringe Ihnen heute etwas vielleicht für Sie Neues, nämlich, dass die Nahrungsmittel eine bestimmte oder jedes Nahrungsmittel eine bestimmte Bedeutung hat. Haben Sie sich da schon mal mit beschäftigt? Stellen Sie sich bitte vor, einen riesenlangen Darm. So, und den dekorieren Sie etwas hübsch. Und was kommt da raus, wenn man den ordentlich legt? Was kann man da sehen? Dann kann man ein Gehirn draus formen. Und das Gehirn ist letztendlich nichts anderes als eine Abbildung unseres Darmes. Das heißt ganz klar, dass wir sowohl mit unserem Gehirn Dinge verarbeiten, aber gleichermaßen mit unserem Darm auch. Und die Unterschiede der beiden Ebenen sind für mich praktisch nicht vorhanden. Wenn ich eine bestimmte seelische Situation habe, in der ich mich unwohl fühle oder in die ich rein will oder mit der ich mich beschäftigen will, dann werde ich Lust auf etwas bekommen, Lust auf ein Nahrungsmittel. Und dieses Nahrungsmittel hat dann diese Bedeutung. Dass diese Intuition und das Wissen um diese Dinge, die haben wir genauso, wie man es den Tieren nachsagt. Dass die Tiere wären viel schlauer als wir. Stimmt aber gar nicht. So, und wir wollen diese Themen bearbeiten. Jetzt habe ich mich so vorbereitet, dass ich Ihnen ganz kurz auch erkläre, was Krankheit ist. Ich hoffe, wir kommen durch, weil uns fehlen ja 10 Minuten. Oder Sie müssten etwas längeres Sitzfleisch haben. Ich versuch mal damit anzufangen. Also grundsätzlich ist Krankheit eine Disharmonie zwischen dem Innen und dem Außen. Und Krankheit ist nichts Böses, sondern Krankheit ist die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Wenn ich krank werde, sagt mir mein Körper, hallo, du bist jetzt reif genug, jetzt könntest du bestimmte Grenzen einreißen. Wenn ich Konflikte mit meiner Umwelt, mit Menschen, mit irgendwelchen Wesen habe, dann sollte ich sie lösen. Wenn ich das nicht tue, somatisieren wir, weil das gehört auf unseren Entwicklungsweg. Also die körperlichen Informationen gehören aufgelöst, wieder ins Bewusstsein zurückgeschickt und dann können wir konfliktfrei existieren und uns weiterentwickeln. Gesund ist der sich aus der Anpassung zur Individualität entwickelt. Haben Sie von diesen beiden Polen schon mal was gehört? Woher kommt die Anpassung? Die kommt aus unserer Urzeit, ohne H. Wir mussten uns früher mal gegen die böse Welt, gegen das Wetter, gegen die... Ja, alles das, was uns bedroht hat, verteidigen. Und deswegen ist ein Thema entstanden, Gemeinsamkeit macht stark. Und viele Menschen haben diese Prägung, Gemeinsamkeit macht stark, auch heute noch. Unsere Entwicklung heute, wir haben jetzt fast 70 Jahre keinen wirklichen Krieg gehabt, unsere Entwicklung heute geht nicht mehr darum, etwas abzureißen und wieder neu aufzubauen und damit sich eine neue Position zu holen. Unsere Entwicklung geht dahin, dass wir über unser Bewusstsein uns zur Persönlichkeit, zur Individualität hin entwickeln. Jeder von uns ist anders und jeder hat das Recht dazu, anders zu sein.